Willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, hier reden zu können heute. Ich fand auch die letzten Vorträge schon alle sehr spannend und werde auch die nächsten sicher anschauen. Mein Thema heute ist Interfacing Art. Was ich damit meine, erkläre ich nachher noch genauer. Und ich stelle mich erstmal vor. Ich bin freier Musiker, Programmierer und ich fasse das so als Digitalkünstler zusammen. Ich habe Medientechnologie an der TU Ilmenau studiert. Das war ein Studiengang mit über E-Technik, Informatik und man lernt die Funktionsweise von Medien und Signalverarbeitung. Und anschließend habe ich Jazzklavier an der Hochschule für Musik in Nürnberg studiert, wo ich jetzt auch immer noch wohne. Ja, bereits während der Musikhochschule habe ich dann angefangen, die beiden Themen miteinander zu verbinden. Und ursprünglich ist es eher aus der Not heraus entstanden, weil ein Kollege abgesprungen war und ich dann das übernommen hatte. Und nach dem ersten Projekt hat es aber so viel Sinn ergeben, dass ich meine Interessen verknüpfe und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann dabei geblieben bin. Und ja, was ich mache, sind interaktive Bühnenprojekte, Installationen mit Live-Electronics, Live-Sampling, Digitales und Maschinen für die Bühne. Es hat oft so einen Do-it-yourself-Charakter, weil ich auch gerne mit jedem Projekt versuche, etwas Neues mir beizubringen und weiterzulernen. Und das Ganze findet natürlich an der Schnittstelle von Technik und Musik oder Performance statt, wie die meisten Vorträge hier. Genau, in den letzten Jahren konnte ich die Projekte dann auch schon zeigen bei Sachen wie dem Hidalgo-Festival in München, dem Radialsystem oder der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg. Und ich konnte mit Institutionen wie dem ECDF, dem Einstein Center for Digital Future in Berlin arbeiten, der UdK Berlin und ich arbeite auch für das Fraunhofer in Erlangen im Bereich Semantic Audio und speziell für Visualisierungen von Audio. Genau. So, warum Interface? Wenn die meisten Musiker das Wort Interface hören, dann denken sie eher an sowas hier, an ein Audio-Interface unbekannter Marke. Und ja, das meine ich jetzt nicht, es ist aber gar nicht so weit weg davon. Was macht ein Audio-Interface? Es verbindet ein Mikrofon oder ein Instrument mit dem Computer und es übersetzt es. Und ganz allgemein kann man sagen, ein Interface an sich ist eine Schnittstelle und übersetzt Informationen von Input zu Output. Ich habe eine Intention, etwas zu tun. Das Ganze wird übersetzt und liefert ein Ergebnis. Also jedes grafische User Interface, was jeder 100 Mal am Tag benutzt, funktioniert genauso. Ich habe einen Lautstärkeregler, ich habe einen Scrollbalken auf YouTube. Aber auch jedes Instrument an sich ist ein Interface. Also wenn ich mir überlege, ich nehme ein Klavier, ich möchte den Ton C spielen, also drücke ich diese Taste, weil ich gelernt habe, bei dem Interface muss ich die Taste drücken und das Instrument übersetzt diese Intention von mir in das Ergebnis des Tons C. Also stelle ich mir die Frage, warum kann ich nicht andere Geräte und Technik auf der Bühne genauso betrachten wie ein Instrument? Also ich meine kein Audio-Interface oder keine GUI, sondern wovon ich rede, ist dann so etwas oder so etwas oder auch so etwas. Und genauso, was möchte ich damit erreichen mit einem Interface? Ich möchte Interaktionen ermöglichen. Ich möchte aber auch neue Arten von Interaktionen finden und erfinden. Ich kann dabei alltägliche Mittel benutzen oder komplett unverständliche digitale, die ganz undurchsichtig sind. Ich kann das Ganze direkt übersetzen mit einem Knopf oder einem Schieberegler oder ganz indirekt, sodass ich den Zusammenhang gar nicht mehr erkenne und im Extremfall überhaupt nicht bemerke, dass ich überhaupt etwas steuere. Also das ist auch ein spannender Teil, dass ich ein quasi unwissentliches Steuern in ein Interface einbaue und somit das Publikum zum Teil der Performance wird, ohne dass es weiß, was es gerade tut. Oder dass ich Musiker oder Tänzer tracke und sie etwas automatisch beeinflussen und das aber gar nicht gelernt haben, was sie da tun. Und was ich auch sehr schön finde, sind
Systeme, die ein Eigenleben haben, die eine eigene Intelligenz haben. Also eben nicht nur ein Knopf, was ich drücke, sondern etwas Komplexeres, was darauf reagiert, was auf meine Handlung reagiert. Und das Ganze kann auch dann eine neue Ebene in das Konzert bringen oder in die Performance und einen neuen Mitspieler, mit dem ich dann wieder sozusagen improvisieren kann oder der mir antwortet in einer gewissen Weise. Ja, also ich möchte heute einige meiner Projekte vorstellen und sortiere dabei nach unterschiedlichen Techniken und Intentionen, die ich hatte dabei. Auf dem ersten Bild hier ist schon das erwähnte Hidalgo-Festival zu sehen. Das war ein Projekt, da konnte ich 2019 mitmachen. Das war Scrollen in Tiefsee, hieß das. Hat im Gasteig stattgefunden und das hat viele Sparten miteinander vereint. Also wir haben Klassik in Form von Kunstlied mit einem Pianisten und einem Sänger gemischt mit Elektronik, Lyrik und digitaler Kunst eben. Alles in ein Konzert gepackt und ein Konzept daraus entwickelt. Das Konzert in dem Fall war zwar recht durchkomponiert, aber es gab auch Möglichkeiten zur Interaktion. Also zum Beispiel konnte der Sänger bei ganz gewissen Tönen die Visuals beeinflussen. Also haben wir eine Analyse gemacht von den Tönen, die er gesungen hat, und bei Ton XY ist etwas passiert. Ansonsten sind die Visuals dann eher nach der Timeline abgelaufen. Ja, und für uns war es ein schönes Experiment, und das Festival findet, wie gesagt, auch in zwei Wochen wieder statt mit einem Konzert im Stream. Und ja, näher gehe ich jetzt mal aber auf meine anderen Projekte ein. Mein allererstes größeres in dieser Art war mit dem Ensemble Fraktale in Feldkirch in Österreich. Da hatten wir den Hugo-Wettbewerb von den Montforter Zwischentönen für innovative Konzertformate gewonnen und konnten ein Konzert veranstalten mit dem Titel Morpheus Metamorphosen. Der Titel bezieht sich auf Ovids Metamorphosen und Morpheus, den Gott des Schlafs und der Träume. Wir haben dann am Eingang des Konzertes zwei Türen aufgebaut, die in ein kleines Labyrinth geführt haben. Dabei musste das Publikum selbst wählen, welchen Weg es geht, und sind dann aus unterschiedlichen Ausgängen auch wieder herausgekommen. An den Ausgängen war dann eben dieses kleine Kästchen oder diese mehrere kleine Kästchen verteilt. Das ist ein Ultraschall-Distanzsensor, umgebaut zu einem Bewegungsmelder mit einem kleinen Mikrocontroller und einem Funksender, der dann direkt an meine Audiosoftware gesendet hat, wenn jemand durchgegangen ist. Genau, hier sieht man den Veranstaltungsort. Das war, wie gesagt, in Feldkirch, ein ehemaliges Schwimmbad zu den Montforter Zwischentönen. Die Kästchen waren dann an den Eingangstüren verteilt. Hier sehe ich eins. Und ich glaube, die andere Tür war hier hinten. Und genau, je nachdem, wo die Leute rausgegangen sind, wurden zufällige Audio-Samples ausgelöst. Die waren aber vorher gruppiert in zwei verschiedene Gruppen, eben Tagträumer und Nachträumer, unterschiedlich bearbeitet auch. Und das Ganze hat sich dann aufgeschaukelt in dem Eingangsprozess. Also während die Leute den Saal betreten hatten, ist so langsam das erste Stück entstanden. Es ist eine Klanglandschaft entstanden aus geloopten Elementen, die später dann von den Musikern übernommen wurden und schließlich dann zum ersten Stück wurden. Genau, und dabei auch noch verfremdet wurden, und ich konnte live damit auch ein bisschen spielen. Da zeige ich jetzt mal eine Sequenz davon. Also wie gesagt, das war die Eintrittssequenz. Das Konzert hatte eigentlich noch nicht begonnen. Deswegen reden die Leute jetzt auch noch ein bisschen und suchen ihre Plätze. Wenn sie dann, spätestens wenn die Musiker kommen, merken sie, dass es losgeht und werden auch stiller. Thank you.
Es werden immer noch Samples ausgelöst, auch von Musikern, die hinter der Kamera reinkommen. Genau, und das hat dann so langsam in das erste Stück hineingefadet. Und danach folgten dann noch mehrere Akte mit verschiedenen Themen auch, wo ich auch Live-Sampling benutzt habe. Und wir hatten auch Tanz dabei, der auch verarbeitet wurde. Und ich gehe aber weiter zum nächsten Projekt, auch mit demselben Ensemble. Ensemble Fraktale, habe ich ein Tropfenklavier gebaut. Ich nenne das mal Klavier, auch wenn es etwas anders aussieht. Das sieht es auch sehr experimentell aus und mit diesen Röhren und Kabeln ein bisschen extravagant. Ist aber Absicht gewesen, weil das Ganze in einem Designerladen stattgefunden hat. Das war ein ganzer Tag mit Pop-Up-Konzerten von der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg, wo den ganzen Tag in der Stadt verteilt Konzerte stattgefunden haben. Immer so 15 Minuten und dann konnten die Leute weiterlaufen, also mit Laufpublikum auch. Und die haben sich dann in dem Laden auch verteilt und wir standen mit den Leuten zusammen im Laden. Es gab keine Bühne in dem Sinn. Und eben mit diesen Designerwaren fanden wir diese Selfmade-Ästhetik auch ganz, ganz ansprechend, dass da die Kabel noch runterhängen und die Glasflaschen sichtbar sind. Und wie das dann funktioniert hat, ist, dass die Flaschen hier, hatten Ventile vorne dran, die mit einem Mikrocontroller verbunden waren, der hier in diesem Kästchen versteckt ist, der wiederum mit dem Computer verbunden war, was mir dann ermöglicht hat, aus dem Sequencer heraus eine vorgefertigte Melodie über die Flaschen zu spielen. Also jedes Ventil war einer Note zugeordnet und mit dem Druck dieser Note, ob in Echtzeit oder aus dem Sequencer heraus, kam ein Tropfen raus. Das ist dann hier unten auf diesen Küchengerätschaften gelandet, Schüsseln, Metallen, sonstiges, und wurde durch Mikrofone wieder abgenommen und verstärkt. Genau, also später habe ich das dann auch live gespielt, aber durch die Höhe, also alleine diese 1,5 Meter Höhe, die das Wasser da zurücklegen muss, ist das Delay so groß zwischen Tastendruck und Sound, der auf der Schüssel erzeugt wird, dass man eigentlich keine Melodien spielen kann, also zumindest nicht zusammen mit dem Ensemble. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass Ensemble parallel zu dem Playback dazu spielt, also zu dem vorkomponierten Wasserwerk. Und da habe ich auch ein kleines Beispiel. Der Sound ist jetzt nicht wahnsinnig gut, aber ich glaube, es zeigt das Prinzip. Also es war auch nett, wie die Leute dann eben zwischen uns standen und immer wieder geguckt haben, was gerade passiert. Und es war eben nicht so eine abgetrennte Atmosphäre. War eigentlich ein ganz schönes Erlebnis. Ja, und dieses Stück haben wir dann weiter ausgebaut. Ist dann schließlich in eine Theaterproduktion gemündet mit dem Kinder- und Jugendtheater Theater Pfütze von Nürnberg. Und das haben wir dann zu den Gluckfestspielen hier aufgeführt. Die Handlung bei dem Stück basierte dabei auf Iphigenien Aulis von Euripides. Nicht zu verwechseln mit der Goethe-Version, sondern das ist die Vorgeschichte davon. Da geht es auch darum, dass Trojas Heer festsitzt, weil kein Wind mehr weht
und sie darauf warten, dass sie losziehen können in den Krieg. Und diese Windstille und dieses Bild fanden wir ganz passend zu eben diesen Tropfen, diese stetigen Wassertropfen zusammen mit dem kleinen Orchester. Ja, und hier erkennt man auch mein Arbeitsplatz, wo ich hier Möglichkeiten zum Live-Sampling hatte von dem Orchester, was hier drüben saß. Und eben die Steuerung der Wassertropfen, die hier oben, diesmal ein bisschen versteckter in der Decke verankert waren und auf die Folie getropft haben und auch später auf die Schauspielerin. Und wir hatten überlegt, ja, wir wollten nicht besonders viel, wir konnten nicht besonders viel Aufwand in den Aufbau stecken, weil wir nicht so viel Zeit an dem Ort hatten. Also hatten wir überlegt, ja, was können wir da benutzen? Und sind darauf gekommen, dass natürlich in dem Theater auch Mikrofonkabel verlegt sind, was dann zu dieser schönen Interface-Box geführt hat. Das ist eine Aufnahme davon. Da sieht man es schön, also hier ist der Mikrocontroller, der eben dann durch den Sequencer die Ventile gesteuert hat, und die wurden quasi über die XLR-Kabel, über den Mikrofonkanal rauf in die Decken von dem Theater geschickt, und dort kam dann diese Adapter von Mikrofon auf Wasserventil zum Einsatz. Fand ich ganz schön. Okay. Ich mit dem nächsten Projekt oder Projekten gehe ich ein bisschen weg von Mikrocontrollern und mehr Richtung Software. Ich möchte die Kinect-Kamera vorstellen. Das ist, also gibt es auch von anderen Marken, aber Kinect war eine 3D-Kamera, die für eine Spielkonsole entwickelt wurde und die inzwischen halt sehr oft für Installationen benutzt wird, weil die überall erhältlich ist, sehr günstig auf eBay zu kaufen gibt und eben eine ganze Community daraus entstanden ist, die mal gehackt hat, und jetzt kann man die benutzen. Das ist eine Infrarotkamera, die also kein Licht braucht, was für die Bühne sehr praktisch ist, und mir Tiefeninformationen liefert. Also ich kann in Echtzeit eine Person tracken und damit wieder Dinge anstellen. Also entweder visualisieren oder alles Mögliche damit anstellen. Hier sieht man einen Echtzeitscan von einer Tänzerin, die sich kurz posiert hat. Genau, also ein paar Möglichkeiten, was man damit machen kann. Das hier war jetzt kein Konzert, das war eine einfache Installation. Und die Kinect reagiert hier auf Bewegung einfach. Also sie ist nicht wahnsinnig intelligent, es ist einfach nur das Infrarotbild, was bei der Änderung von einem Bild das dann übersetzt in diesen Farbnebel. Aber man kann schon sehen, das kann man sehr, sehr gut benutzen für immersive Installationen oder für Tanzperformance auch. Und wie gesagt, auch die Kinect ist nur ein Vorschlag. Es gibt auch andere Dinge wie von den Wii-Joystick oder normalen Computer-Joystick oder Gamepads. Das kann man alles auch benutzen. Und in dem Video ist es jetzt ein bisschen intelligenter schon. Also die Kinect, die sieht jetzt die Tiefen von dem Raum, also sie trackt alles, was nicht die Leinwand ist. Und genau, sie findet ein Objekt und das verfolgt sie jetzt. Und dann steht eben noch so eine Partikelwolke, die dem Ganzen folgt. Und so eine Art von Tracking kann eben super für Tanz benutzt werden oder um die Bühne allgemein zu erweitern. Genau, und das ein bisschen weiter gedacht, hatte ich für eine Performance letztes Jahr zur Blauen Nacht in Nürnberg geplant, die aber wegen Corona abgesagt wurde und bis jetzt auch immer noch nicht stattgefunden hat. Da das da auch um Tanz ging und um Körper und Nähe, ist es natürlich ein bisschen schwierig gerade mit diesem Thema, aber ich hoffe, dass wir das irgendwann noch nachholen können. Ich erzähle trotzdem ein bisschen darüber. Ich hatte vor, oder ich habe mehrere Tänzer getrackt mit der Kinect und anhand von deren Bewegung zueinander
Und der Korrelation zwischen ihnen sollte Musik entstehen. Also wie ist das Verhältnis von ihrer Geschwindigkeit? Steht eine, die andere läuft? Oder ist es unterschiedliche Richtungen? Oder wechseln sie ständig die Richtung? Das könnte man dann alles übertragen in so eine Art Schwarmverhalten. So war das gedacht. Und neben der Tanzperformance kann das dann auch als begehbare Installation stattfinden. Also es sollten über den Tag immer wieder 15-minütige Performances sein und dazwischen steht das einfach nur da und die Leute können das erfahren und ausprobieren und Musik machen. Und ich habe jetzt leider kein richtiges Video davon, aber ich kann quasi mein Homeoffice zeigen, wie ich versucht habe, ohne Tänzer mit Armen und Händen das Tracking zu imitieren und damit irgendwelche Parameter herauszulesen und das in Sound umzuwandeln. Also das Sound hier ist auch noch Platzhalter, das war quasi Work in Progress, aber ich wollte es trotzdem gerne zeigen. Also es geht einerseits auf Bewegung und auch quasi der Durchschnitt von allen Bewegungen, die Unterschiede von den Bewegungen und genau, verschiedene Schwarmparameter. Das nächste Thema hat schon einen ganzen eigenen Talk bekommen in dem ersten Architect-Talk von Patrick Hübner, den ich auch sehr gut fand. Deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht so tief ins Detail. Aber wegen dem Stichwort eigenständige Systeme und unbewusstes Steuern finde ich das ein ganz gutes Beispiel, weil das quasi durch Musik können die Visuals indirekt gesteuert werden. Also die Musiker wissen in dem Fall nicht, wie sie gerade die Visualisierung beeinflussen, aber trotzdem steuert ihre Musik das. Und ich habe dabei für jeden Song habe ich quasi ein System gebaut, also ein visuelles System, was bestimmten Parametern unterworfen war und auf Musik auf verschiedene Arten reagiert hat. Und ich konnte es aber auch noch live steuern, weil das Konzert viel aus Improvisation auch bestand, dann war das auch wichtig. Das Ganze soll also eine neue Ebene mit aufbauen, soll die Musik verstärken. Das war halt, bestand viel aus Improvisation, ich musste reagieren. Deswegen war es ganz schön, dass ich das steuern konnte, weil ich ja auch selber nicht genau wusste, was passiert. Ich wusste nur, welche Stücke reinkommen. Aber wie lange die sind, was in den Improvisationen passiert, war nicht klar. Und es ist eine Mischung aus, ich steuere es und die Musik steuert es.
zum Teil war ich dann selber überrascht, was gerade passiert. Und es war eben diese Spannung, dass dann auch die, ich wusste ja nicht, wie die Musik genau reagiert. Ich hatte halt bestimmte Parameter vorgeschrieben, aber wie das dann sich genau verhält, ist eben im Live dann immer anders. Das Konzert war für den Enlivenment-Workshop von Jeremias Schwarzer an der Musikhochschule in Nürnberg mit Annalena Schnabel zusammen. Und genau, also wer zu dem Thema Creative Coding mehr wissen möchte, dem empfehle ich den ersten Vortrag. Ich gehe jetzt weiter zu einem Projekt von letztem Jahr mit der UDK Berlin und dem Einstein Center for Digital Future, auch in Berlin zusammen. Da haben wir mit einem Team von Professorin Berit Greinke und vielen anderen von verschiedenen Hochschulen zusammen an Wearable Computing gearbeitet, also elektronischen Textilien. Dabei wurden Textilsensoren extra entwickelt aus leitfähigen Fäden, die eben beim Stretchen oder beim Pressen den Widerstand oder die Leitfähigkeit geändert haben. Und dadurch entsteht dann ein Signal. Wenn man das dann an einen Controller anschließt, kann man das mit dem Computer verbinden und eben alles reagieren, alles kontrollieren, was man möchte. Ich zeige ein kurzes Beispiel, wie das einfach wie die Kontrolle da aussieht. Genau, also natürlich reagiert es nur an den Seiten, wo die Klemmen sind. Aber das ganze Material ist leitfähig und es ist egal gewesen, wo ich die Klemmen hinmache. Ich kann die irgendwo ranmachen und durch Stretchen ändert sich etwas. Und wenn ich das dann intelligent mappe, intelligent benutze, dann kann ich mir quasi den ganzen Anzug aus diesem Material bauen und bin selber der Controller. Das ist eine andere Art von Textil, das wir auch gerade beim Projekt benutzen. Sieht jetzt ein bisschen unspektakulärer aus, aber unten drunter sind so leitfähige Bahnen. Also habe ich verschiedene Druckpunkte. Es ist quasi eine Matrix aus verschiedenen Sensoren, die ich dann auch wieder am Körper platzieren kann und unterschiedlich benutzen. Ja, und das haben wir benutzt für ein Projekt mit dem VKKO. Das ist Verona Krause Kammerorchester, auch aus München, beziehungsweise jetzt auch in Berlin aktiv. Und wir wollten die Bewegungen von einem Dirigenten benutzen, um Musik zu erzeugen. Dazu haben wir erstmal in der Planungsphase uns viel mit ihnen getroffen und überlegt, ja, wie kann man sich bewegen, was macht überhaupt der Dirigent, wie sieht das aus? Und dann an den jeweils hier an den Gelenken, hier ist ein Stretch-Sensor, hier drin ist noch ein Sensor, hier an den Schultern und am Rücken sind Sensoren platziert. Die Daten davon werden dann zu dem Mikrocontroller hier geschickt und der sendet dann über Bluetooth alles an den Computer. Und der Computer wiederum benutzt diese ganzen Daten, die schon, es sind jetzt vielleicht 6 Sensoren, aber das ist trotzdem recht komplex, weil sich das jedes Mal ein bisschen ändert, wenn man die Jacke ein bisschen anders anzieht oder hier mehr zieht, dann sind das wieder andere Werte. Also wenn ich jetzt überlege, ich müsste jeden Sensor einzeln tunen und sagen, okay, bei diesem Wert, da bewegt sich wahrscheinlich der Arm, das ist sehr mühsam und sehr ungenau auch, zumal sich diese Textilien halt sehr viel verändern über die Zeit. Also was wir gemacht hatten, war die Daten am Computer zu sammeln, in ein Machine Learning Modell zu füttern und das dann damit zu trainieren. Also konnten wir sagen, Modell, merkt ihr jetzt, das ist Position 1, das ist Position 2 oder hier möchte ich einen Fader bauen von 0% bis 100% und der funktioniert so, dass ich meinen rechten Arm hebe. Und das ist genau das, was in dem nächsten Video zu sehen ist. Das ist der linke Arm. Aber bei der Bewegung von dem Arm hier schließt und öffnet sich ein Filter.
Und wir mussten gar nicht genau wissen, welcher Sensor ist dafür jetzt zuständig und welcher Sensor verhält sich wie, sondern das ist eben durch dieses Machine Learning Modell vereinfacht worden. Also das war jetzt in dem Lab beim Ausprobieren und war jetzt quasi eine Form der Übertragung. Und man kann natürlich jetzt mehrere Sachen gleichzeitig trainieren. Ich kann den linken Arm auf das trainieren, rechten Arm auf jenes oder Positionen machen. Also das war die ursprüngliche Intention, dass wir Dirigierpositionen haben und die dann gewisse große Events auslösen. Oder ich kann auch Bewegungsabläufe in der Zeit tracken. Das hat halt den Nachteil, dass ich auch diese Zeit warten muss. Also wenn ich zum Beispiel die Bewegung habe, dass ich meinen Arm kreise oder dass ich eine typische Dirigierbewegung mache, dann kann ich die erkennen, aber das dauert natürlich so lange, bis die Bewegung vorbei ist. Deswegen haben wir das dann im Konzert selber nicht gemacht, aber bei der Forschung war es ganz interessant. Und wie das Ganze dann im Konzert ausgesehen hat, zeige ich auch einen kleinen Ausschnitt hier. Das war mit dem VKKO beim Impulse-Festival in Berlin, im Prince Charles, letzten Oktober, schon mitten in Corona. Es ist gerade eine Improvisation zwischen Gitarre und elektronischen Flächen, die eben von einem Anzug jetzt gesteuert werden. Man sieht auch, der reagiert nicht immer gleich. Also manchmal entstehen unvorhersehbare Sachen, die aber auch ganz, ganz schön sind. Das ganze Konzert kann man auch nachschauen im Stream, immer noch auf der Facebook-Seite vom VKKO. Okay, das hatte dann ein Nachfolgeprojekt mit sich gezogen, wo wir gerade mittendrin sind, namens Soundfolds. Das war ein bisschen eine andere Idee. Wir haben jetzt drei Musiker, die jeweils ein Kostüm bekommen. Und dieses Kostüm ist entstanden durch Faltung. Also war auch Corona-bedingt, weil eine der Designerinnen eben keinen Zugang zum Lab hatte, also musste sie probieren, wie kann sie das zu Hause irgendwie machen und hat die Idee mit den Papiertüten gehabt. Hat so funktioniert, dass die Musiker ein sauberes, eine Papiertüte angezogen bekommen haben und dann bestimmte Bewegungen machen sollten, also bestimmte Musikstile spielen, die wir dann später in der Performance auch benutzen wollen. Und dann hat das Papier quasi gezeigt, wo die wichtigen Bewegungen sind, also wo starke Faltungen sind, wo viel Bewegung passiert.
Und das wurde dann mal im Anschluss übersetzt auf die e-Textiles. Und da sieht man hier ein fertiges von der Trompeterin. Da ist auch schön zu sehen, das ist jetzt eins, was ein bisschen mehr Freiheitsgrade hat. Also ich rechne damit, dass das ein bisschen mehr Randomness mit sich bringt, was aber nicht schlecht sein muss, sondern einfach eine andere Art von Performance dann mit sich bringt. Das sind lauter kleine Falten, die alle eben den Widerstand verändern, wenn ich diesen Stoff bewege. Und auch wieder alles über Mikrocontroller an den Computer geschickt und in das Machine Learning Modell. Hier vom Vibraphonisten das Kostüm. Das ist jetzt auch der Zeit geschuldet und dem Design, das ist nur auf einen Arm konzentriert jetzt. Und soll quasi Bewegungen wie, also soll tracken können, sind die Arme weit auseinander oder sind sie vorne auf den schwarzen Tasten oder nur auf den weißen Tasten. Und auch wie schnell spielt er, also wie sehr gehen die Arme auseinander und zusammen. Das dritte Modell vom Cellisten ist etwas grober gestaltet. Also es sind jetzt große Flächen, sieht eher noch aus wie das Original von der Papiertüte. Und damit kann man hoffentlich dann bestimmen oder tracken, ob er ein Legato spielt oder schnelles Tremolo oder laut, leise. Solche Sachen hoffen wir damit zu sehen. Das war jetzt in der Entwicklung alles ein bisschen durcheinander, weil wegen Corona konnten wir nur an sehr wenigen Zeiten zusammen sein und ich war nur über Remote dabei. Und die Performance an sich, also die Entwicklung davon, die findet jetzt erst statt. Die Kostüme sind jetzt fertig, aber das Projekt wird dann im Sommer stattfinden in Berlin auch. Und genau, auch die Musik und an der Musik und an der Soundentwicklung sitze ich jetzt gerade. Und das wird sehr spannend auf jeden Fall. Hier nochmal ein anderer Ausschnitt. Genau, also ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass wir Machine Learning benutzt hatten. Und ich will darauf jetzt ein bisschen genauer eingehen. Und zwar, es ist ja so, wir haben sehr viele Sensoren benutzt. Wir bekommen sehr viele Daten rein und natürlich kann ich das, wenn ich nur wenig habe, ist es sehr einfach, das direkt zu übertragen. Dann sage ich, okay, dieser Regler ist dafür zuständig, dass der Filter auf und zu geht, dieser Regler macht was anderes. Aber wenn ich so eine Flut von Daten reinbekomme, die sich auch noch ständig verändert, bei jeder Performance anders verhält, dann kann ich das nicht jedes Mal neu einstellen. Und deswegen ist Machine Learning halt ein sehr hilfreiches Tool, auch als Interface. Und es kann auch ein zusätzlicher Akteur sein. Also natürlich reagiert das jetzt anders, als ich als Mensch reagieren würde. Aber das kann eben sehr spannend sein, wenn es halt Bewegungen anders interpretiert, als meine Intention war. Und dafür möchte ich jetzt eine kurze Demo zeigen. Und zwar habe ich jetzt dieses... Ja, es läuft. Genau, ich habe das System aufgebaut, was wir benutzt hatten für das VKKO-Konzert. Nur anstatt von den Textilsensoren benutze ich jetzt mein Handy. Also man erkennt jetzt hier unten bei den Zahlen, sehe ich X, Y und Z. Also das sind diese Bewegungen von dem Handy und zusätzlich ein Lichtsensor. Also wenn ich es ins Licht halte, geht das Licht hoch. Wenn ich die Hand davor mache, ist es niedrig. Das ist jetzt sehr überschaubar. Also wir könnten das auch alles mit Hand machen, aber ich zeige einfach mal ein Beispiel, wie das funktionieren kann. Seht ihr schon, das Programm möchte schon auf irgendwas reagieren. Dabei habe ich noch gar nichts trainiert. Das liegt daran, dass ich nicht gesagt habe, was passieren soll, wenn nichts passiert. Also was ist Ruhe? Und dazu nehme ich jetzt ein Resting State auf. Jetzt weiß das Programm, wenn ich das Handy so halte, passiert gar nichts. Jetzt nehme ich eine zweite Klasse auf, die wird jetzt so sein.
Und das ist unsere erste wirkliche Klasse. Die andere Klasse wird so sein. Die nächste Klasse so. Und eine letzte Klasse. Genau. Und jetzt kann ich, wenn ich mein Handy bewege, die vorher trainierten Positionen wieder abfragen, ohne dass ich wissen muss, welche Werte da wirklich dahinter stecken. One, two, three. Und wenn ich etwas mache, was ich nicht trainiert habe, dann entsteht was Unvorhergesehenes. Also wenn ich schräg halte, jetzt ist er sich nicht sicher. Kann aber auch interessant sein. Rap Performance. Genau, und ein weiteres Modell ist sogenannte lineare Regression. Damit kann ich jetzt interpolieren zwischen verschiedenen Werten. Ich nehme den Lichtsensor dafür und baue daraus einen Filter auf und zu. Ich nehme jetzt einfach vier Werte auf und die Maschine mappt sie dann übereinander. Also, erste, zweite, bisschen weiter offen und ganz offen. Und das Ganze kann ich jetzt, habe ich auf einen Filter gelegt. Und wenn ich hier Musik abspiele, schließt sich der Filter mit dem Lichtsensor, also mit meiner Hand, die sich rauf und runter bewegt. Natürlich, das ist nur ein Wert jetzt. Das hätte man natürlich auch manuell machen können, aber es soll als Beispiel dienen. Und was ich jetzt nicht gesagt habe, ist, dass das Modell jetzt natürlich nicht nur diesen einen Sensor aufgenommen hat, sondern alle vier Sensoren. Auch wenn es gar nicht meine Absicht war. Das heißt, wahrscheinlich passiert jetzt auch irgendwas mit mit den Klassen, die ich vorhin aufgenommen habe, wenn ich das Licht ändere. Muss ich mich ins Licht halten? Genau, jetzt hat es ausgelöst, obwohl es eigentlich gar nichts damit zu tun haben sollte. Ich habe es halt einfach nicht bedacht vorhin. Und damit können wenn man möchte, kann man neue Interaktionsmöglichkeiten damit auch nutzen. Also ich kann quasi mit der Maschine spielen als eigener Akteur. Genau, also das sind jetzt halt sehr leichte Modelle, nur Klassifizierung und Regression. Man kann das noch weiter treiben und ja, also gerade für das Thema Interface und für das Bedienen von komplexen oder das Handeln von komplexen Daten, das ist halt sehr praktisch. Ja, also manchmal sind die Ergebnisse eben nicht so wie erwartet, aber kann sehr interessant sein und ich möchte jeden ermutigen, das mal auszuprobieren und nicht, also jetzt nicht zurückzuschrecken, nur weil da Machine Learning oder künstliche Intelligenz steht. Und auch diese ganzen Geräte, die ich benutzt habe und die Software und Programme, die ich benutzt habe, das ist alles machbar. Und da könnt ihr mich auch gerne fragen, oder austauschen, sagen, was ihr benutzt, würde mich auch sehr interessieren. Und also ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich damit überhaupt meine und was meine Absicht damit ist. Also ich möchte Interfaces nutzen, um spielerisch was Neues zu erschaffen, um ein neues Instrument zu haben, um auf neue Ideen auch zu kommen, weil das Gerät anders reagiert, als ich erwartet habe. Und ich kann damit Musiker vom Instrument trennen und eine neue Art von natürlicherem Bedienen machen, die wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein wird als das, was sie trainiert haben am Instrument. Und es ist die Frage, wie verändert das die Bühne? Also wird das, ist es nur ein Gimmick oder macht es Sinn? Das ist eigentlich das allererste, was man sich fragen sollte. Also es muss schon einen Grund haben, warum ich das auf die Bühne bringe. Nicht nur, weil es schön aussieht oder weil es geht, sondern weil es muss logisch sein. Und
kann dadurch aber auch eine ganz neue Art von Immersion oder Erweiterung der Bühne bringen und eine Unvorhersehbarkeit bringen. Ein großes Problem, was aber immer da ist, ist, dass das Publikum manchmal nicht versteht, was passiert. Also es ist ganz wichtig, dass der Zusammenhang zwischen der Aktion, die ich tue, und dem Resultat irgendwie deutlich ist. Auch wenn das vielleicht ein komplexer ist, also wie bei Machine Learning oder mit den Textilien, da ist es nicht direkt zu sehen, aber trotzdem muss zu sehen sein, ah ja, es ist eine Bewegung und daraus folgt irgendetwas. Ansonsten, also wenn ich am Computer stehe, am Tisch, keiner sieht meine Hände, dann weiß auch keiner, was passiert ist. Und bin ich auch selber jedes Mal wieder neu am Überlegen, wie das hinzukriegen ist, und bin auch auf Ideen gespannt. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn Fragen kommen, wenn Feedback kommt, und stehe gerne zur Verfügung mit weiteren Infos oder mit meinen Frameworks oder Hilfe oder Anfragen oder Anregungen, was ich besser machen könnte. Ja, schreibt mir einfach und freue mich auf die Fragen jetzt. Vielen Dank.